Hallo, ich bin Laura und mein Kanal lautet LaurenCocoXO und ich bin heute hier das erste Mal bei dem neuen Format M-Face. Ich wollte euch heute dazu mein Outfit zeigen und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Also das Outfit, was ich trage, ist eigentlich mein momentanes Lieblingsoutfit, denn ich finde, momentan ist es ja schon recht warm, aber noch nicht ganz so warm. Und deswegen passt dieser Strickpullover, finde ich, perfekt zu den Temperaturen. Den habe ich mir auch vor kurzem erst bei Zara gekauft, also falls ihr dann Interesse habt, dann kriegt ihr den sogar noch. Darunter habe ich einfach eine Bluse angezogen, damit das Ganze so ein bisschen schicker wirkt. Und darunter habe ich dann noch eine Kette, die gab es mal vor einem Monat ungefähr bei Gina Tricot. Als weitere Accessoires trage ich dann auch noch diese Uhr hier, die ist von Fossil und so ein schönes Armband. Das habe ich mal aus dem Shop von It's Kim Lian gekauft, also der Shop nennt sich ja It's Cult, ist auch unten in der Infobox verlinkt. Außerdem trage ich dann noch einen türkisen Ring, den gibt es aktuell bei H&M und einfach so einen einfachen Ring, den habe ich mal bei ASOS gekauft. Okay, und dann kommen wir auch schon zu der Hose und zwar ist die Hose ebenfalls von H&M, die gibt es dort auch noch aktuell sogar zu kaufen. Und da habe ich einfach dann diesen Gürtel reingesteckt, den gibt es auch bei H&M. Ja, dann habe ich zu guter Letzt noch diese Stiefeletten angezogen. Die habe ich mal bei Zalando bestellt. Die sind jetzt eher so ein bisschen winterhaft noch, aber wie gesagt, von den Temperaturen passt es ja auch noch ganz gut. Ich mag das Outfit eigentlich total, weil es für die Übergangszeit momentan vom Material her perfekt ist, weil das eigentlich noch recht schön warm hält. Aber von den Farben ist es eben doch schon recht frühlingshaft. Man kann das Outfit natürlich auch einfach zum Beispiel mit anderen Schuhen kombinieren, mit weißen Chucks zum Beispiel, das hatte ich auch schon mal an. Dann könnt ihr das einfach zur Schule oder zur Uni anziehen. Von daher ist es total vielseitig einsetzbar. Das war es jetzt mit meinem Outfit. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration vielleicht für euch für ein Frühlingsoutfit. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch mal auf meinem Kanal vorbeigucken. Wie gesagt, LaurenCocoXO heiße ich auf YouTube. Und ich verlinke euch jetzt gleich hier unten noch die zwei letzten Videos, die auf diesem Kanal erschienen sind. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr ihn natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Da würden wir uns auch sehr freuen. Und dann wünsche ich euch ansonsten noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!